Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Need for Speed Shift. Im letzten Part haben wir mal ein paar Einsteigerrennen gemacht, besser gesagt das Tutorial. Und ihr seht, ich kann keine Rennspiele. Aber das soll ja kein Problem sein, dafür wird es umso witziger. Ja, es geht darum, Sterne zu sammeln, wie im letzten Part schon gesagt. Wir brauchen 30 Sterne, um Stufe 2 zu kommen, 10 Sterne, um das hier freizuschalten, 20 um das und so weiter und so fort. Mein Ziel ist es natürlich nicht, alle 25 Sterne hier zu holen und dann alle 1000 Sterne da und 2000 hier. Nein, natürlich nicht. Mein Ziel ist es einfach nur, World Champion zu werden in der World Tour. Und jo, übrigens, was ich vergessen habe zu sagen, Sterne erhält man nicht nur durch einfaches Rennen gewinnen, sondern es gibt auch spezielle Aufgaben, um Sterne zu sammeln. Wie zum Beispiel, schaffe jede Kurve perfekt in einem Rennen oder bleibe eine Runde lang komplett Erster. Fahre 80% der Ideallinie. Ja, Leute, das seht ihr gleich noch. Du hast einen neuen Wettkampf freigeschaltet. Race Coalition. Nimm an verschiedenen Rennen in einem gemischten Gegnerfeld teil. Wir werden bei diesem Wettkampf in Alpental, Glendale, Dakota, London und Autopolis fahren. Tipp, du kannst den Schwierigkeitsgrad und Optionen. Ja, klar. Hier seht, man kann überall 5 Sterne holen. Wir fangen einfach mal mit dem ersten Rennen im guten alten Alpental. Da fangen wir mal an. Da freue ich mich schon drauf. Okay, legen wir los und finden heraus, was für ein Typ Fahrer du eigentlich bist. Du kannst aggressiv fahren. Du kannst präzise fahren. Du wirst anhand deines Fahrstils bewertet und analysiert. Je mehr Punkte du verdienst, desto schneller steigt dein Fahrerprofil, um Belohnungen zu erhalten. Du musst Sterne gewinnen, um Stufen freizuschalten und deine Karriere voranzutreiben. Aber der erste Platz ist nicht alles. Jede Podiumsplatzierung zählt. Du bekommst auch Sterne, wenn du bestimmte Profilpunkte und Bonusziele erreichst. Es gibt viele Wege, Sterne für deine Karriere zu sammeln. Dein Fahrstil wird dein Markenzeichen sein, aber du musst genug Sterne sammeln, wenn du in die NFS World Tour willst. Okay, fangen wir an. Mal sehen, was für ein Fahrer du bist. Wisst ihr jetzt, warum ich keine Motor schaden wollte? Ich werde gleich so in die Masse reinbrettern, weil es halt Punkte gibt. Und auch durch Punkte bekommt man Sterne. Ja, ja. Natürlich am besten ist drehen oder überschlagen. Aber also drehen könnte ich vielleicht noch schaffen, aber überschlagen schafft man definitiv nicht. Ich glaube, ich habe das doch. Einmal habe ich das, glaube ich, schon mal geschafft. Aber überschlagen ist echt schwer zu schaffen. Glaubt mir. Die Frage ist nur, wie viele Rennen schaffen wir pro Part? Ich denke mal 2 oder 3. Je nachdem, wie lange die Rennen gehen. Mal schauen. Es gibt auch Rennen mit 40 Runden. Glaubt es mir. Die werden krass. So, das können wir ja wegdrücken. Da habe ich gesagt, das lasse ich mal im ersten Part drinne. Hier jetzt nicht unbedingt. Und dann starten wir mit unserem guten BMW. Und, jo. Wie viele Runden gibt es denn? Wow! Habe ich gerade noch, gesagt, überschlagen ist nicht so einfach. Ich nehme alles zurück. Alter, habe ich den gerade aus dem Leben genommen. So läuft's im Business. Ich habe schon 400 Punkte. Ja, nice. Ja, nice. Ich habe schon alle Punkte, Leute. Also die Sterne für Punkte bekomme ich definitiv schon mal. Ich glaube, man kriegt auch Verwarnung fürs Abkürzen. Aber ich bin ja gerade sauber gefahren, wie ihr gesehen habt. Ich bin hier nicht abgekürzt. Würde ich ja nie machen. So, den nochmal schön hinten drauf fahren. Und den schön in der Kurve kassieren. Na, schade, nicht ganz. Da musste ich aber leider ein bisschen zu sehr bremsen, sonst wäre ich noch in aller Welt rumgeflogen. Nehmen wir schön den Windschatten mit und dann jetzt aber in der nächsten Kurve. Drängen wir den mal schön aufs Grün und dann ziehen wir an dem vorbei. Und dann sind wir... Nein, jetzt kommt der andere. Geh doch weg. Scheiße. Oh, schön, Alter. 800 Punkte. Das ist schon sehr gut. Für das erste Rennen. Wir sind schon in Runde 2. Ist mir gar nicht aufgefallen. Boah, hier stark bremsen. Ja, wenn man eine Kurve optimal nimmt, dann... ihr seht wahrscheinlich auf der Map bei jeder Kurve so eine Raute mit einem Minus drin. Sollte man die Kurve perfekt nehmen, ist da ein Haken drin, glaube ich. Dann weißt du, okay, diese Kurve habe ich schon mal perfekt genommen.
Aber das ist auch nicht wirklich mein Ziel. Wenn ich es nicht machen muss, dann mache ich es auch nicht. Denke ich mal, muss man ja nicht. Und da ist auch schon das Ziel. Das war jetzt zum Beispiel ein schnelles Rennen. Das geht easy. Da ist er, der Smiley, vor dem Anthony Hatch. Und da kriegen wir alle 5 Sterne. Und, ja gut, nur die Hälfte von Level 1. Wir kriegen ein kleines Abzeichen. Und noch ein kleines Abzeichen. Und noch ein kleines Abzeichen. So. Diese Abzeichen kann man stacken und dann kriegst du irgendwann ein Bronze-Abzeichen oder ein Silber-Abzeichen oder ein Gold-Abzeichen. Oder sogar, glaube ich, ein Platin. Ist das Platin? Oh, guck, da habe ich umgedreht. Jawohl! So macht man das. Oh, schön. Ich weiß gerade, ich habe überhaupt nicht geschafft, wie ich das gewusst, wie ich das geschafft habe. Ich glaube, es war nicht Platin, aber ich weiß gerade nicht, welches Wort es war. Masterabzeichen oder irgendwie sowas. So, Altportal aber abgeschlossen. Dann geht's jetzt nach Glendale Club. Mal gucken, was das für eine Strecke ist. Und wenn wir jetzt hier auch alle 5 Sterne holen, dann können wir rein theoretisch schon in die nächsten Rennen rein. Ich werde das so machen, ich werde natürlich in den Rennpunkte holen, wo ich mir das auch zutraue, wenn jetzt irgendwie Drift kommt, weil Drift kann ich überhaupt nicht. Ich kann nicht driften, das konnte ich noch nie in einem Rennspiel, noch nie konnte ich Drift rennen. Da werde ich keine Sterne holen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich kann es mal anspielen für euch, aber ich werde da keine Sterne holen. Das könnt ihr vergessen. Ich kann absolut keine Drift rennen. So, es hat 5 Kurven. Diesmal brauchen wir 600 Punkte. Kriegen wir, denke ich mal, hin. Nehmen wir erstmal ein bisschen Windschatten von dem. Und dann haben wir hier die erste Kurve. Fahren den mal schön hinten drauf. Das gibt Punkte. So. Und nochmal hinten drauf fahren. So. Aber die ersten beiden, die haben davon jetzt schon ein bisschen Vorsprung. Ich sollte aufhören, den hinten drauf zu fahren, weil damit stoße ich den nur weiter vorne. Ich sollte den vielleicht so ein bisschen touchieren. Das gibt ja auch Punkte. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab den überschlagen. Habt ihr das gerade in meinem Rückspiegel gesehen? Ich habe den dermaßen aus dem Leben genommen. Aber mich selber leider auch. Scheiße. Oh, und jetzt, wir sind schon in Runde 2, Leute. Muss mich jetzt konzentrieren. Ich muss die 2 da vorne noch kassieren. Ich muss die beiden hier noch kassieren. Zack. Jawohl. Jetzt bitte nicht. Selber aus dem Leben nehmen. Ja, nice. Haben Abzeichen geholt, sauber überholt, obwohl das gar nicht so sauber war, weil wir den dabei touchiert haben. Boah, diese Kurve ist krass. Boah, bitte überhol mich nicht. Ja, ich habe ihn hinter mir gehalten. Und da vorne ist die Ziellinie. Nein, der Geschwindschatten. Geh weg. Oh, gewonnen. Oh. Kieran Mulholland. Alles klar. Aber ich würde echt gerne die Szene nochmal sehen, wie ich den aus dem Leben genommen habe. Immer noch Fahrlevel 1. Kleines Abzeichen verdient. Noch ein kleines. So. Gut. Damit hätten wir jetzt schon unsere 10 Sterne für die nächste. Für die nächsten Rennen, genau, für die Herstellerwettbewerbe. Allerdings gucken wir die uns im nächsten Part an und machen noch ein, zwei normale Rennen, denke ich mal, in diesem Part. Ah, jetzt habe ich gar nicht geachtet, wo das stattfindet. Scheiße. Ich denke mal, in diesem Part machen wir ein paar normale Rennen. Und, ja. Das ist ja auch okay.
Man muss ja nicht direkt immer das Neueste machen. Ich denke, auch wenn wir schon Stufe 2 erreicht haben, werden wir uns noch ein bisschen mit, Stufe 1 befassen, denke ich mal. Weil, wenn ich jetzt auch wieder 5 Sterne hole, habe ich schon die Hälfte. Und dann, ich glaube, ich werde nicht alles gesehen haben, bis wir, obwohl wir schon Stufe 2 erreicht haben. Deshalb. So! Oh Gott, oh Gott, Fehlstart. Übelster Fehlstart. Oh Gott. Das war nicht gut. Aber das ist eine meiner Lieblingsstrecken, muss ich ganz ehrlich sagen. So, schön abbremsen hier. Alles schön so überholt, außer den, der will es natürlich wieder wissen. Abzeichen, Windschatten. Okay. So, geh mal weg, Junge. Du auch. Hilfe. Weg. Okay. Jawohl. So, jetzt muss ich noch ein bisschen auf der Ideallinie fahren. Die Ideal. Weil, sonst kriege ich meine 600 Punkte nicht zusammen. Das wäre blöd. Obwohl da nochmal einer von hinten kommt. Ich sehe den immer im Rückspiegel. Ah, ich habe meine 600. Stimmt, Checkpoints geben ja auch Punkte. Stimmt, habe ich vergessen. Oh, der kommt nochmal nah ran, glaube ich. Der kassiert mich aber nicht mehr. Tut er nicht mehr. Das ist nicht ganz meine Lieblingsstrecke. Also es ist schon die Strecke, meine Lieblingsstrecke. Allerdings liebe ich diese Strecke, wenn es nicht hier unten lang geht, sondern das einfach nur ein Oval ist. Das, so eine Strecke kennt ihr wahrscheinlich aus jedem Rennspiel. Gibt es ja überall. Ist das nicht sogar irgendwie so eine Nesca. Ja, nicht so eine Nesca-Strecke? Ja, 5 Sterne wieder, Leute. Alles gut. Und Fahrerlevel 2. Aber das interessiert mich wirklich nicht. Kriegen wir mal $15.000 durch Sponsoren und neues Einladungsevent. Ja, die Einladungsevents, die können wir uns auch mal angucken, aber das machen wir, denke ich mal, erst mal zu einem späteren Zeitpunkt. Ein paar kleine Abzeichen verdient. Das ist auch schön. Einen schönen Fehlstart nochmal angeguckt. So, ich denke mal, ein Rennen werden wir in diesem Part noch machen, weil die Rennen gehen ja doch relativ schnell. Und dann will ich aber jetzt gerade erstmal lesen, wo wir jetzt gerade überhaupt waren. Das sah gut aus. Aber wir waren in Dakota. Glückwunsch, du sorgst auf der Strecke für Aufmerksamkeit und wurdest zu einem Event eingeladen. Das Einladungsevent-Symbol erscheint links unten auf dem Bildschirm und zeigt dir an, dass du eine neue Einladung erhalten hast. Die Gewinne sind höher, eine gute Chance an zusätzliches Geld für einen neuen Wagen oder für neue Upgrades zu kommen. Mach ich aber trotzdem jetzt noch nicht. Teste dein Können im Stufe 2 Event. Rennen auf der Nordschleife, Aremberg. Ich hab noch nicht Stufe 2 frei. Was wollt ihr denn von mir? Okay, das war Dakota und dann gehen wir jetzt nach London. London River. Ich denke dann sogar, dass wir im nächsten Part noch das letzte normale Rennen machen, weil dann hätten wir das hier auf jeden Fall mit vollen Sternen abgeschlossen. Das wäre ja schon mal ziemlich geil. Weil ich glaube, die Herstellungsrennen waren gar nicht mal so geil. Und die gehen auch wirklich ziemlich lang, glaube ich. Nein, gar nicht wahr. Das waren die gar nicht. Das waren die 101-Kämpfe, an die ich gerade gedacht habe. Ja, wir gucken einfach mal. Also die normalen Rennen will ich auf jeden Fall jetzt hier alle erstmal auf 5 Sterne schaffen. Weil das sind, geschenkte Sterne alles. Und das ist die Strecke, die ich am meisten hasse. Am zweitmeisten. Es gibt noch eine schlimmere. Geh weg. Ah, schön. Boah, boah, boah. Tschüss.
Tschüss. Boah. Da wollte er nochmal wissen, der Junge. Scheiße. Da sind aber noch drei Leute vor mir. Das ist nicht so gut. Oh, da hinten ist die Haarnadelkurve, die hasse ich. Oh, hinter mir ist irgendein Spacken. Ich sehe den doch genau. Oh, ich muss jetzt noch mal ein bisschen anziehen. Ich muss die drei da vorne noch kassieren. Boah, ich hasse, ich hasse. Wow, da hätte es mich beinahe gedreht. Aber dadurch bin ich jetzt richtig nah an die rangekommen. So, tschüss. Boah, fährt einfach in mich rein, ey. Und da hätte ich den beinahe gedreht. Aber, ja gut. Also die 600 Punkte kriege ich auf jeden Fall. Und die erste Runde ist jetzt auch erst um. Also die Strecke geht ein bisschen länger. Aber, so. Den ersten will ich auf jeden Fall noch kassieren. Komm her, komm her. Ich hab Kack VW, ey. So, ob ich den nicht ziehe. Dankeschön. Ich meine, ich bin jetzt nicht so einer, der wirklich auf die Marke des Autos achtet. Mir ist das vollkommen egal, ich selber. Ist mir auch kackegal, was ich für ein Auto fahre, weil Hauptsache es fährt. Das ist mir kackegal, ob das jetzt ein Ford, ob das jetzt ein VW, ob das ein BMW oder sonst was ist. Alter, habe ich den gerade ausgebremst. Habt ihr das gesehen? Der kam mit einem richtigen Speed und musste dann ausweichen, weil ich Vollbremsung gemacht habe, gefühlt. So. So, oh, in der Zeit, wo ich halt Erster bin, da kann ich halt nicht so viel erzählen, weißt du? Das ist blöd. Aber, kriegen wir schon hin. So, hier sollte ich vor allem mal aufpassen. Das ist so eine Art Slalom. Nein, 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 das ist mir jetzt nicht passiert. Das ist mir jetzt nicht passiert. Das ist mir jetzt nicht passiert. Nein, nein, ich will nicht Zweiter werden. Nein, 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 nein. Zieh an, Junge, zieh an. Zieh an. Den kriege ich noch, den kriege ich noch. Nein. Vielleicht ist das Ziel, ich sehe es doch. Hör doch auf, dem hinten drauf zu fahren. Ja. Ja, ich habe ihn. Oh. Hätte ich beinahe durch meinen Fehler, hätte ich das Rennen noch verkackt. Boah, das war schon wieder der Mulholland. Geil. Oh, da sehen wir, wir haben das erste Bronzeabzeichen. Zwar dritter Platz oder besser in vier Events hintereinander. Genau, Iron Man. Cool. Das ist auch schon mal schön. Da sieht man, wie ich dem einen nochmal schön in die Seite reingefahren bin, weil... Oder das gehört sich so am Anfang, da wird sich mal ein bisschen betatscht. So, wir hätten jetzt, glaube ich, sogar schon das zweite freigeschaltet, ne? Ja, die Time Attack, Zeitfahren. Zeitfahren ist jetzt auch nicht so meins, ich bin jetzt nicht so der Zeitfan, aber... Naja, wie gesagt, wir gucken mal überall rein. Im nächsten Part machen wir auf jeden Fall noch das letzte Rennen von Race Coalition. Weil das ist nur noch eins und das kriegen wir schnell hin. Danach kommen die Manufacture Competition und danach die Time Attacks. Die gucken wir uns alle noch an im nächsten Part. Je nachdem, wenn mir die Herstellerwettbewerbe gefallen, dann machen wir halt im nächsten Part nur Herstellerbewerbe. Und dann im übernächsten Part halt die Time Attack. Aber das sehen wir dann alles im nächsten Part. Wir gucken uns da mal ordentlich durch, Leute. Keine Sorge.
Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, schaltet im nächsten Part wieder ein, denn das würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin, tschüss.